So, weiter geht's mit einer neuen Runde auf Dragon Crusade. Wir haben aktuell gerade noch den Drop-Buff. Hier so, genau, ich wollte gerade sagen, hä? Nur 30 Minuten? Okay. Genau. Wir haben noch ein paar Ultra-Pet-Boxen, die machen wir schnell auf. Vielleicht kommt da was bei rum. Ah. Demian? Ah, nee. Inventory Space ist immer super. Und Drop-Lock 2. Okay, haben wir schon alles, deswegen kann man alles scrappen. Und ja, gut, weg damit. Einmal, nicht zweimal scrappen, das wäre böse. Oh, das ist alles sauböse, merke ich gerade. Holy shit. Sollten da irgendeinen Mechanismus... Oh. Wow, lol. Sollten irgendeinen Mechanismus einbauen, dass man da nicht irgendwie aus Versehen sein anderes Pad scrappen kann. Das ist nämlich echt saugefährlich. Also wirklich, ohne Witz. Holy shit. Okay. Wir haben Drop-Buffs. Wir könnten... Ha, können wir überhaupt? Das. Nein, wir können nicht. Scheiße. Ah, okay, das heißt, wir müssen es erstmal hier. Hä? Also, kein Geld. Ha, ha, ha. Wir müssen hier erstmal unsere Zeit verschwenden mit Equipment upgraden. So, nochmal aufmachen. 1, 5, 8. Und in der Hoffnung, dass wir einfach das Ding hochkriegen. Ich habe übrigens jetzt noch zwei Super S-Protect gehabt und dachte mir so, ja, die kannst du im Offscreen machen. Und dann geht das Ding von plus 1 auf plus 2. Es ist natürlich so typisch, aber ja, müsst ihr mir halt einfach glauben. aber nicht, ist es auch egal. Ja, es passiert halt, entweder es passiert gar nicht oder es passiert halt dann, wenn man es nicht erwartet oder keine Ahnung. So, plus 4 schon, lol, okay, gut, ja, interessant. Läuft das überhaupt mal gar nicht mal so schlecht. Vielleicht kriegen wir sogar irgendwie das Ding auf plus 6. Müssten wir eigentlich sogar kriegen. Und ich weiß gerade gar nicht mehr genau, wie die Chancen sind. Plus, auf plus 6 waren, glaube ich, 0, nee, aber jetzt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Plus 6 und plus 7, glaube ich, waren 0,6% Chance. Naja, plus 5. Lol, General Upgrade. Okay. Interessant. Plus 5. Okay, jetzt wird es interessant. Wir haben jetzt noch 113 Tries. Beziehungsweise die S-Protect müssen wir, Super S-Protect müssen wir nachkaufen dann. Ja. Also die Chancen, dass wir es auf plus 6 kriegen, glaube ich, sind relativ hoch. Und ich hoffe, dass wir es auf plus 6 kriegen. Weil es macht da schon einen großen Unterschied. Also von der Attack her macht es natürlich nochmal einen Unterschied. Auch wenn es vielleicht nicht so arg krass wirkt vielleicht. Aber das macht schon echt, also Waffen-Attack macht wirklich einen großen, großen Teil des Schadens aus. Und ich merke auch immer wieder, dass so viele Live-Spieler einfach total unterschätzen irgendwie. Also, aber nee, das macht schon echt einiges aus. Ha, naja. Das Problem ist natürlich jetzt gerade nur, ob wir es halt wirklich jetzt hoch genug kriegen. Beziehungsweise ob der Gearscore halt ausreicht. Weil das Problem ist halt, was mache ich jetzt halt... Also eigentlich wollte ich mit euch jetzt hier, also entweder halt Behemoth farmen, wenn es nicht anders geht. Also ja, es ist halt Geld. Geld ist nie schlecht. Geld stinkt nicht. Kalgas, kein Plan, brauchen wir nicht, glaube ich. Weiß ich nicht. Das Cave wäre halt das, was wir brauchen. Halt für die... Hö, das waren schon alle... What? The fuck? Okay, das ging jetzt schneller durch als gedacht. Ja, ich glaube, es wird behämmert werden. Nein, jetzt habe ich nochmal ein 7 bekommen. Oh. So, nochmal 10 dazu. Haben wir 25 Tries. Gearscore. Okay, Gearscore knapp 5,4k. Das heißt, behämmert können wir definitiv farmen. Ob das halt gerade irgendwie viel Sinn macht, kein Plan. Ich meine, viel fehlt halt auch gar nicht mehr, aber es fehlt halt genug, damit es halt nicht reicht. Das ist das Problem. Book of Behemoth. Boah, die Behemoth-Waffen sind ja auch schon nichts wert. Hier ist ja nichts irgendwas wert. What the hell? Was ist hier 30 Perlen wert? Eine Einhand-Axt. Ja gut, wow. Uff. Uff, 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 uff. So, ziehen wir das Ding an. Ah, jetzt haben wir nicht mal genug Dingskreuz hier, oder wie? 14.000 von diesen komischen
Dingen hier. What the fuck? Man droppt hier auch viel zu viel. Dass ich generell schon mal 2 Stacks davon habe, ist auch ein bisschen krank. Element-Upgrade natürlich muss man machen. So, ich hoffe, dass wir hier zumindest zu ansatzweise Glück haben. Wobei, wir könnten auch die Kains Mina farmen für Oris, Moons und Supermoons und weiß der Geier was. Das wäre natürlich auch eine Idee. Ja, nee, aber ich glaube, ich farm lieber B. Ich weiß es nicht, 100%ig sicher. Ich bin mir gerade echt nicht, meine Fresse jetzt. Gib mir doch Gearscore. Come on. 45 Tries. Das wird doch jetzt hier mal klappen, oder? Ja, wir hätten vielleicht auch Schmuck upgraden können. Das wäre jetzt vielleicht sinnvoller gewesen, merke ich gerade. Aber wir müssen eh beides upgraden, früher oder später. Von dem her ist es eigentlich egal. Genau. Ja, ich meine, 5500 Gearscore ist halt nicht viel irgendwie. Also wir sind davon nicht weit entfernt. Aber halt trotzdem weit genug, dass es halt nicht reicht. Das ist gerade die Problematik. Ich meine, wir brauchen wirklich nur plus 14. Ele plus 14, wir könnten Behemoth farmen. Okay, hier, bam, da ist es. Geil. Oder halt, wie gesagt, ein bisschen mehr. Plus 17, 18, 19, 20, was weiß ich. Damit halt... Ja, damit wir halt einfach da die 5500 erreichen. Oder wir... 15 ist gut. Oder... Was haben wir denn jetzt? 5400. Also ich würde sagen, wir... hauen hier ordentlich nochmal Geld raus. 268 für den Schmuck. Ah, lol, stopp. Wir haben genug Gearscore. Alles perfekt, alles super, alles ideal. So, los geht's. Link kenne ich. Der kriegt mich bestimmt nicht aus der Party raus, hoffe ich mal. So, let's go Dust Cave. Bisschen auf pure STA, keine Ahnung, ob das sinnvoll ist oder nicht. Rein da. Okay, Pets, Buffs, Self-Buffs. So, genau. Quest annehmen, ganz, ganz wichtig, falls ich hier das Ganze macht. Kann ich die One... Oh. Ja gut, ach so, warte mal. Ja, wir sind natürlich pure STA. Und nehmen natürlich keine Power-Ups an. Was natürlich sehr, sehr smart ist. Ah, ich hab so viel Stuff hier. Also brutal. Okay. Ja, ich weiß es nicht genau, was wir am besten farmen sollen. Was wir hier am besten machen sollen. AOE oder nicht AOE. Wow, mein Ding ist wieder aus. Ich meine, wir machen schon noch gut Schaden. Irgendwie sind wir, glaube ich, noch zu low. Lol, wir leveln hier sogar. What? Oh Gott, ja, wir sind, glaube ich, echt ein bisschen low hier für die ganze Geschichte. Eieieiei. Ich habe mir so erhofft, so, ja, können wir durch und einfach weg AOE und die ganze Scheiße und so. Ich meine, wir könnten die weg AOE. Ich meine, wir sind pure STA, wir könnten auch einfach dagegen fooden. Aber der Schaden ist schon ein bisschen böse. Also ganz so easy wird sie, glaube ich, nicht werden. ...280k AOE-Damage. Also eine Dragon Ring Mobs macht man irgendwie viel AOE-Damage. Ich weiß nicht warum. Eins von drei Bossen, okay. Problem ist halt, dass die alle wieder Range sind. Das heißt, die kannst du nicht AOEen. Ah, uncool. Ich meine, 3 Millionen HP, bis wir die halt weg AOEen können, das dauert noch eine ganze Weile. Ich weiß es nicht. Lieber 101. Hab keinen Plan. Ah, ich merke halt, wie beschwerlich das hier mit dem Psykeeper ist, im Gegensatz zum Blade. Holy shit. Alter, Blade war ja sowas von overpowered, das ist ja brutal.
Also Blade ist halt wirklich overpowered. Da kann man auch nichts mehr gegen sagen oder so. Also Blade ist... Alter, Blade ist... Blade ist anders krass. Blade ist wirklich zu krass. Aber ich will halt schon irgendwie weg-AOEen. Also das ist halt schon... Müssen die doch... Oh Gott! Die hauen ja rein wie Sau. Könnt ihr bitte weniger reinhauen? So weniger Schaden machen oder so? Ja, okay, das ist krass. Ich meine, die gehen einigermaßen schnell down und so. Alter, wie wir hier leveln. Warum leveln wir denn so krass hier drin? Weil es ganz normale Mobs sind oder was? Ist denn sogar ein Level unter uns noch? Ich glaube, ich level bloß noch hier drin. Die geben wenigstens sogar XP. Ja, gut, ich... Will ich mit F-Tool hier drin rumeiern? Ich weiß es nicht. Ja gut, also wir werden auf alle Fälle, oder merken auf alle Fälle schon, hier an diese Dinger zu kommen, an diese Dragon-Amplis, wird eine Herausforderung werden. Ich überlege halt gerade wirklich, ob ich einfach auf Puent gehen soll, damit wir die halt einfach schnell weghauen. Aber halt, wenn die 15... Oh, 42k hast du gerade gemacht? 42k? What? Willst du mich doch verarschen? Okay, das ist heftig. Wir brauchen halt noch von diesen Frogs, brauchen wir halt noch 7 Stück. Ja, da werden wir hier auf, also wir werden auf alle Fälle hier eine ganze Weile drin sein. Und in der Stunde schaffe ich hier nicht viele Runs. Das steht immer fest. Ja, ich müsste, glaube ich, leveln. Erwecken könnten wir auch noch, aber das ist ja gerade ein bisschen teuer. Dafür habe ich nicht genug Geld. Ja, wir hatten überall 19 Int drauf. 19 Int ist halt okay. Aber ist halt nicht ausreichend irgendwie. Es ist halt echt nur Durchschnitt. Auch wieder alles sehr, sehr RNG-based. Alter, aber ich muss echt sagen, so krass es sich am Anfang auch anfühlte, davon ist nicht mehr so viel übrig. Also wirklich nicht. Also Midgame struggled up Psykeeper schon ein bisschen. Ich meine, wir kriegen die Mobs weg wie nix. Also das ist jetzt nicht so das Problem, aber ich bilde mir halt zumindest ein, dass wir schon ein gutes Equipment eigentlich haben. Für Dragon Rank 6. Und auch für den Dungeon eigentlich. Gut genug zumindest. Aber trotzdem, Alter, wir kriegen halt auch nicht die richtigen Mobs hier raus. Das gibt's ja nicht. Nee, aber trotzdem ist es halt schon echt ein bisschen, ja. Ich meine, Schmuck... Ja, eigentlich, ich glaube, leveln wäre halt so das Sinnvollste, was wir machen können aktuell. Leveln und Schmuck. Und natürlich noch die B-Heavonen upgraden. Also hier sehe ich gerade so das meiste Potenzial. Ich glaube, ich werde auch die restlichen 6 Perien nochmal ausgeben, um halt dann die Wand auf plus 6 zu kriegen. Denn allein schon mal halt die Sackblatt, also gibt auch, also ein bisschen auch Magic Lifesteal und so, die machen halt wirklich viel aus. Ja, das sehe ich mich aktuell gerade. Und natürlich aktuell auch alle möglichen XP-Buffs an, deswegen kriegen wir auch so viel XP aktuell. Yay, ein Lizard. Ein Frog. Also ich habe noch einen Dragon Ampli, aber... Puh. Nee, also ich kann halt vor allem auch nicht auf Int gehen aktuell. Das klappt halt nicht. Das klappt halt überhaupt nicht. Also ich glaube, ich könnte ein bisschen runtergehen, vielleicht so auf 60k HP oder so, aber das ist halt dann schon krass, wenn die 42k kritten. Oder ich level halt und mit einem höheren Level machen die mir einfach dann keinen Schaden mehr. Das, glaube ich, wäre halt auch noch so eine Idee. Und wenn wir halt mit 600k Damage oder so hier durchballern, dann,
ja, dann glaube ich, ist er da, oder mit 700k vielleicht sogar. Ja, eher 700k sogar, merke ich gerade. Dann glaube ich, wäre das halt auch nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber klar, um halt zu leveln, braucht man auch erstmal Amplis. Und die kriegen wir jetzt halt einfach nur dadurch. Oder halt kaufen, aber ich kaufe doch keine Amplis, also irgendwie auch ein bisschen blöd. So, 9 von 12. Gib mir doch die richtigen Mobs. Ich meine, das Schöne ist halt, dass wir halt nicht geblockt werden. Das ist halt wirklich geil. Wir machen halt konstant unseren Schaden. Wir haben unsere DPS von, weiß ich nicht. Hier ist keine DPS-Anzeige mehr. Nice. Ich schätze mal so 1 Million oder, naja, nicht ganz 1 Million. Vielleicht ein bisschen drunter. Und das ist natürlich schon geil. Wobei, wir sind eigentlich erst 8 Minuten drin. 8 Minuten geht halt eigentlich sogar noch. Also wir sind natürlich jetzt noch lang, noch lange nicht durch. Aber 8 Minuten ist es noch nicht so viel. Wir haben jetzt 9 von 12 aktuell. Death Record. 7000 Death? What? Warte mal, haben die schon die Level 40er Dragon Rank Sets? Nee, oder? Oder vielleicht, oder haben die, ja, vielleicht macht das sich irgendwie ein AOE-Set, also ein HP-Set oder so. Für GW. Aber trotzdem, what the fuck? Ich meine, ich habe 3000. Da bin ich halt weit von entfernt. Bin ich halt ganz, ganz weit von entfernt. Jo, das ist heftig. Das ist echt heftig. Gib mir die Frösche. Was haben wir hier? Drop Shots, Double Damage. Also Double Damage Chance, ich glaube, der funktioniert halt echt nicht für Mentalisten, beziehungsweise generell nicht für Mages. Und das ist halt schon ein bisschen mies irgendwie. Halt auch so in Bezug auf, weiß ich nicht, Ego und Schadensrekorde und so. Ich meine, ich will dann auch 800k immer sehen. Also ja, nee, irgendwas passt hier nicht so ganz. Was haben wir jetzt alles für komische Buffs? Ja, geil. Können wir hier einen Buff entfernen? So. Vielleicht kriegen wir noch irgendwelche nützlicheren Buffs oder so. Keine Ahnung. Aber wir haben es gleich geschafft. Gleich mal 12 von 12. Nämlich genau jetzt. Alter. Junge, was ist denn hier los? Unsichtbare Wände bis zum Umfallen? Geil. Ich habe gerade irgendwas bekommen. Ach, Silver Key, ja genau. Okay, damit können wir auf alle Fälle schon mal sicher unsere Sachen öffnen. Das ist schon mal gut. Jetzt sammelt euch doch irgendwo, Mann. Mistviecher. Ja, noch ein Akrozin. Das ist perfekt. Super. Ich mag dich ja so gern. Genau. Müssen wir hinter zu den Mitbossen. Sind eh schon da. Ja, das geht ja schon. Geht ja fix. Was haben die? 30 Millionen AP! Uff. Haben wir alles? Wir haben, ja, gut, Ringmasters online und so. Alter, wir brauchen mehr Damage. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich mich gerade beschweren soll und darf oder halt eben nicht, weil, ich meine, klar, die 30 Millionen gehen jetzt weg wie nix und so, aber ich denke mal so, ja, damals so als Blade, Alter, so 20 Millionen, 30, 40 Millionen Damage gedrückt und so. Natürlich im Endgame, nicht jetzt. Aber ich glaube auch auf dem Level hier habe ich schon 1 Million so gemacht ungefähr. Also da war halt schon, da war schon was anderes los. Da war definitiv was anderes los. Naja.
Super Apotec, genau, die brauchen wir auch schon wieder. Ja, das wird noch lustig. This will be fun. Ich passe dir mal ganz kurz das Video, bis ich damit durch bin. So, da war auch der letzte. Ich weiß, da ist noch einer, der glaube ich spawnt einfach nur für den Fall, dass er irgendwas schief geht oder so. Kein Plan. Den werde ich jetzt nicht killen und ich werde auch nicht alles killen. Ich will eigentlich nur schnell durch. So, bam. Hä? You received call. Gab es ja nicht mal. Ach nee, gab es erst beim Boss irgendwie? Okay, 56 Millionen HP. 96 Millionen HP, sorry. Machst du Schaden? Nee, da macht euch keinen Schaden, oder? Hä? Neu? Okay. Ah, hier habe ich wieder DPS. Nice, okay. Irgendwas ist ein bisschen. Irgendwas glitscht hier so ein bisschen, aber okay, gut. Wir werden es rausfinden. Was haben wir hier noch alles? Urban Buff, Prologue. Wow, Mann, ich will noch nicht die ganzen Kackbuffs. Ich will nur die guten haben. Nur die guten. Habt ihr das mitbekommen? MrBeast hatte vor kurzem mal irgendwie in Jamaika, Argentinien und El Salvador Häuser gebaut für die Einheimischen und die dann quasi verschenkt. Und was haben diese glücklichen, beschenkten Leute gemacht? Die haben die verkauft für Profit. Aber ich muss echt sagen, es ist echt. Ich weiß nicht, ob es ein Phänomen ist, was irgendwie neu ist, aber ich glaube, es ist nicht mal so neu. Es ist gewissermaßen damals, glaube ich, nicht so schlimm gewesen wie heute, aber es ist schon so, dass es irgendwie immer irgendwie so ein bisschen war. Also, ja, ich meine, du kannst Leuten irgendwie auch nicht schenken, finde ich. Und das soll jetzt nicht in eine politische Richtung gehen oder so, sondern ja, ich meine, ich sehe es auch immer wieder so, ich weiß nicht. Also die Leute freuen sich am Anfang irgendwie, aber entweder verbrennen sie das dann sofort, also wenn das Geld ist, was weiß ich, verschenken sie es quasi für, oder hauen sie es für irgendeine Bullshit raus oder so. Oder, ja, keine Ahnung, die Wertschätzung ist einfach nicht da. Ja, verschlucke ich mich gleich. Gott, sorry. Ich meine, ich sehe es auch bei einem Freund, ich habe einen 3D-Drucker geschenkt. Wirklich geschenkt, effektiv. Ich wollte für Geld haben, aber er war zu inkompetent und habe ich gesagt, ja, okay, whatever. Und was macht er damit? Er steht rum, er macht nichts. Null fucking Wertschätzung. Gar nichts. Also, dann sagt er so, ja, da bräuchte er noch irgendeinen Teil für 20 Euro und ich will dafür kein Geld ausgeben. Im gleichen Moment gibt er für irgendwie ein Soundsystem, ich glaube, 400 Euro so aus. Das freut mich. Das freut mich absolut. Ja, es ist. Und ich habe es ja auch schon erzählt, so zum Beispiel bei den Let's Plays und so. Aber wir haben kein Gold-Key, no. Warte mal, eigentlich bringt uns das Drop-Event hier gar nichts, merke ich gerade. Null. Ich habe nicht mal die Kette geswitcht. Ich bin ein fucking Vollidiot. Alter, bin ich ein Vollidiot. Deswegen machen wir so wenig Damage. Naja. Auf jeden Fall, ich habe es auch schon erzählt, so mit den Angespielt-Videos und mit den Let's Plays und so. Es ist halt tatsächlich so, wenn ich sage, okay, für das in das Video verlange ich halt Geld. Dass die Wertschätzung einfach eine ganz, ganz, ganz andere ist. Und ich muss auch sagen, ich habe auch gar keine Lust mehr irgendwie so für Leute irgendwas kostenlos zu machen oder so. Weil die es einfach nicht wertschätzen. Ich weiß nicht, warum das so ist. Das kann ich euch nicht erzählen oder erklären. Alter, wow, das hat sich ja richtig gelohnt. Nice. Aber die Wertschätzung ist einfach nicht da. Also, wie gesagt, vielleicht liegt's an den Sachen, die ich verschenke. Aber eigentlich selbst das ist irgendwie, ja, weiß ich nicht. Also selbst das kann ich mir nicht vorstellen. So, wie viel Schaden macht das ihr? Achso, ups. Ah, oh. Yo. Ah ja. Ah ja, ja gut, das ist. Das sieht machbar aus aktuell. So, okay. Ja gut, das ist doch echt machbar. So, jetzt will ich mal versuchen, dass ich das noch irgendwie hier mal schnell durchprügeln kann. Genau.
kurz eine SMS beantwortet, sorry. Oh Gott, 1 von 5. Oh, leck mich am Arsch. Ja, Solo hier farmen war echt immer ein bisschen eine Herausforderung, gewissermaßen. Oh, Shining Oris. Könnte ich jetzt auch hierher gehen und sagen, so, ja, wir killen die ganzen Mobs jetzt mit so einem Skill. Aber ich glaube, ich, ja, die casten halt noch zu langsam irgendwie. Oh, geil, der Buff. 10 Allsets, 10 Speed, 10% HP. Wisst ihr was? Ich reset ein bisschen zumindest. Was haben wir jetzt? Wir haben 41k HP. Was bringt 100 STA? 62k Resten End. Ich hätte mir echt keinen Bock, dass wir hier ewig rumeiern und nicht vorankommen. Ja, genau. Und ganz im Ernst, auch den anderen Dungeon, glaube ich, kann man so farmen. Ansonsten aktiviere ich halt einen Eel oder so, ist das scheißegal. Irgendwie so in die Richtung, glaube ich, soll es dann schon gehen. Plupp. Ich habe gerade irgendwas verkackt, oder? Ja, irgendwas habe ich gerade schon ein bisschen verkackt. Ja, dahinter müssen wir. Ja, gut, ich meine, man kann zu farmen, kann zu. Ja, doch, ist eigentlich sogar ein guter Weg aktuell, wie ich es gerade mag. Ja, passt schon. So, DPS. Über 1 Million DPS. Ja. Wow, war das Ding schon down? Lol. Das geht sogar schneller als AOE. Das kann man machen. Schon 43 Mob-Kills. Warte, muss ich jetzt. Nee, was mache ich denn? Ich muss doch da hinten hoch. Mann. Ja, also Oris Moons sind jetzt allerdings ein bisschen mau noch immer. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir hier wirklich dann durchkommen werden mit solchen Mengen. Ich muss, glaube ich, noch viel mehr Mobs killen. Und allgemein, wir haben allgemein noch echt einiges an Arbeit vor uns. Müssen wir mal schauen. Okay, die 10 Millionen von der Statue, die sind natürlich gleich weg, ja, das ist klar. Halt 10 Sekunden effektiv bei 1 Million DPS. Okay, also da kann ich mit Sicherheit sagen, das war früher schwieriger mit dem Blade. Und ich glaube, die Statuen, die blocken ja auch wie Sau. Und wie unser Equipment ist das noch nicht so gut wie damals, also das auf gar keinen Fall. Enku Treasure Box. Wurde übrigens genervt, die Box. Auf meine Kritiken. Nee, die war damals aber auch wirklich krass. Also, die haben auch gesagt, so, ja, es war halt nie so geplant, dass sie jetzt so krass ist und so. Und dass es halt irgendwie so Pay-to-Win ist für B-Waffen, wie es eben damals war. Und das finde ich aber auch gut, weil hätten da so gesagt, so, ja, pff, uns doch egal oder so, dann wäre, glaube ich, auch nicht gut gekommen irgendwie. Plupp. Ja, also ich muss sagen, Obsidian macht aber echt Spaß. Es ist jetzt nicht die perfekte Klasse schlechthin, aber also ich habe schon eine Menge Spaß dabei, ehrlich gesagt. Oh, das warte mal, hatten wir den Destroyer World Buff gar nicht? Okay. Oh, ich freue mich wie ein Kleinkind, jetzt gleich B-Head zu killen. Weil der müsste doch eigentlich echt leicht zu machen sein, oder? Der müsste doch richtig leicht zu killen sein. Scheiße, wir müssen auch mal den World Boss killen für. Oder müssen wir noch killen? Ich weiß gar nicht, was toppt denn der World Boss? Ich weiß nicht mehr. Irgendwas, glaube ich, hat das Ding schon getroppt. Wir müssen auch mal hier anfangen, dass wir hier generell mal unsere Beatslots, also unsere Dinge hier mal öffnen. Aber ich weiß jetzt nicht, wann der beste Moment ist, weil wir haben halt. Ja, weiß nicht. Es ist halt echt ein bisschen blöd, weil einerseits will ich halt erstmal ein besseres Pad haben, bevor ich da was rein investiere. Und andererseits so.
Blöd, 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 blöd. Ah, 100 von 100, okay, perfekt. Alter, die Geldtropfen echt gut. Können wir da echt gleich mal ein bisschen was investieren, vielleicht in die Wand dann? Hier nie die Boxen öffnen, falls ihr neu seid. Nie, nie, nie die Boxen öffnen, da kann nämlich ein anderer Behemoth rauskommen. Und der ist nicht so freundlich gesinnt wie der hier. Der hat nämlich keine Skalierung auf die Schwierigkeit, die ihr eingestellt habt. Der skaliert quasi als normal. Das heißt, das Ding ballert 140k Damage oder so. Oder mehr? Ne, mehr glaube ich sogar, oder? Ich weiß es gar nicht genau. Also das Ding ist nicht so lustig. Alter, wir haben 1,2 Millionen DPS aktuell. Wow. Alter. Okay, Psykeeper ballert aber gut durch. Also ich bin mir noch nicht so sicher, ob es wirklich jetzt so die krasse Klasse ist, die ich mir so vorgestellt habe. Oder ob es im Equipment liegt. Oder ob es einfach nur so situationsabhängig ist, wo es teilweise halt mal besser, mal schlechter läuft. Das kann ich jetzt gar nicht so genau sagen, irgendwie. Null. Wie viel sind denn das? 300 Millionen, okay. Alter, das Ding geht ja down, das ist ja nichts. Das ist ja easy. Das ist ja mega easy. Alter, wir sind erst 7 Minuten hier im Dungeon drin? What? Okay, die Frage, ob Psykeeper gut oder schlecht, das hat sich gerade beantwortet. Alter, ein B-Head-Run in 7 Minuten. Was zum... Alter. Das ist ja total übel. Das ist ja richtig übel. Yo, das ist besser als gedacht. Also gut, es sind 8 Minuten. Aber gut, ich meine, wir hätten es auch noch ein bisschen mehr Zeit rausholen können und so weiter. Von vornherein umstatten und alles. Also in unter 8 Minuten ist machbar. Und nichts. Doch, ein BH. 80% Attack. Okay, gut, der Attack ist jetzt nicht so geil, aber unten die prozentualen Attack. 95%. Oh, das ist schon geil. Jo, das geht ja gut. Das läuft gut. Komm, zum krönenden Abschluss ab noch schnell unseren Schmuck hier. Und genau, dann lassen wir es gut sein. Ach nee, ich will noch den Stuff upgraden. Nee, ich beende die Folge jetzt. Nächste Folge fahren wir auch nochmal Behemoth einmal und dann passt es genau. Danke fürs Zuschauen, bis gleich.